Weiter geht's, liebe Leute, mit Schlag den Star und Skiball. Wir müssen Bälle nach oben schmeißen. Du fängst bitte an. Und ich starte die Runde. Es wird abwechselnd einmal Oliver, einmal ich. Und ich versuche natürlich die Mitte zu treffen und die 50. Punkte. Die 100 versuche ich gar nicht erst. So, und ich muss weitermachen. Oh, shit. Nett, das sind immerhin 10 Punkte. Wie lange muss ich denn machen? Muss ich alle 7 machen? Okay, das war zu viel. Das sind 10 Punkte aufs Konto. Mann, wieso denn so hoch, Mann? 10 Punkte für dich. Super, du holst dir hier 40 Ja, aber das sind nicht Punkte. Viele Punkte. Das sind 120. Sieht man jetzt leider nicht so viele, wie ich jetzt hier. Ja, also, ich kann mich ja ein bisschen so sitzen, dann seht ihr das besser. Ja, Mann, ich versuche ja schon irgendwie da... Das sind 10 Punkte aufs Konto. ...mittig zu bleiben und dann irgendwie da hochzukommen. Ich krieg immer nur Zehner. 10 Punkte, da geht noch mehr. Das sind 10 Punkte für dich. Jetzt komm... Oh! Du bekommst okay, das ist wieder was für Punkte. Team Blau. Jetzt ist Team Blau dran mit Sabine. Die kriegt das bestimmt deutlich besser hin. Ich habe 160 gemacht. Die will gleich auf die 100. Für den Versuch bekommst du 10 Punkte. Das kriegt Sabine bestimmt besser hin als ich. Ey, der zählt nicht. Der ist nicht drinne. Ey, der bleibt sogar... Der zählt wirklich nicht. Der ist auf der Kante. Der hat nicht gezählt, weil der auf der Kante lag. Oh, wie fies ist das denn? Oh, das ist ja mega assi. Wenn das jetzt mein Punkt gewesen wäre oder mein Ball gewesen wäre, ich hätte mich mega aufgeregt, glaub's aber. Auf die 40 Punkte kannst du stolz sein. Spielen wir nur eine Runde oder wie war das? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viele Runden. Also oder jeder von uns einmal, wahrscheinlich einmal Oliver, einmal ich. Würde ja eigentlich auch reichen, ne? Ach, 20 Punkte. 20. Ja, du könntest jetzt auch aufhören, damit ich wenigstens einen Punkt kriege. Weil es war echt nicht gut, was ich gemacht habe. Okay, ja. Die Kugel bringt dir 10 Punkte. Wenn es jetzt nicht in die 50 geht, dann habe ich Glück. Wehe, du gehst in die 100. Ich freue mich über 100 Punkte. Leider wir müssen bis zu 4 machen. Sabine, du... Bah. Ich kenne andere Bienen, die sind tausendmal besser als du. So, jetzt ist Oliver dran. Jetzt kann ich nichts machen. Alter. Okay, Oliver legt schon mal wenigstens gut vor. Alter, mit den letzten... Oh. Wie kann es sein, dass das Spiel, wenn ich es neu starte, die KI tausendmal besser geworden ist als letztes Mal? Jetzt ist es deutlich spannender als die letzten Parts. Die waren mega lame, weil... Wow. Oliver! 100 Punkte! Alter! Ich sag ja, die KI ist auf einmal intelligenter geworden. Gab's ein Patch? 10 Punkte. Ist das schon Version 5.0? Ich muss das gleich mal nachgucken. Nicht, dass es wirklich ein Patch gegeben hat zwischenzeitlich. Und wir halt einfach Punkte. Mit einer besseren KI hier antreten müssen. 30 Punkte sind echt nicht schlecht. Ich bin gerade echt geflasht. Es wurde ja die ganze Zeit Version 5.0 getestet in dem Online-Modus. Ihr habt's gesehen da. Er hat schon 270, ich hatte gerade mal 160. Wir geben dir 20 Punkte für den Wurf. Ah, der hat schon fast 300 Punkte. Nochmal die 100, komm, weil es so schön war. Ah, schade. Das sind ich trau mich an die 100 einfach nicht ran, weil ich das nicht hinkriege. Aber er hat 300 Punkte, das muss mich ja erstmal nachmachen. Ja, der macht einfach ein paar Mal die 10. Ach, der ist komplett rausgeflogen, der Ball. Ja, okay, das ist scheiße. Oh, oh. Na, immerhin die 10. Die Kugel bringt ich finde es immer so lustig, Punkte. Wie das sich anhört. Das wäre so ein Ball. Für so ein Stoffball mit keine Ahnung, mit Reis drin oder irgendwie sowas. So hört sich das irgendwie an. Na, da hat die 100 leider wieder nicht gereicht. Du bekommst 10 Punkte. Du holst dir hier locker 50 Aber die 300 Punkte. Kriegt er nicht. Oliver, das hast du gut gemacht. Übrigens wurde mir auch in den Kommentaren geraten, ich sollte doch einfach das Spiel nochmal neu starten, nochmal in Einstellungen gucken wegen der Musik oder dass ein Patch kommt. Kann ich gerne machen. Habe ich bis jetzt immer wieder vergessen, nochmal nachzugucken. Kann ich aber gerne nochmal machen. Für den Wurf erhältst du 20 Punkte. Ich muss zum Friseur. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Wie gesagt, ich habe es immer wieder vergessen oder verpeilt.
Du erspielst dir 10 Punkte. Endlich. Endlich kann Oliver mal was für sich verbuchen. Aber nee, das letzte Spiel hat er ja auch gemacht. Also ich bin heute nicht auf der Höhe. Oliver, du bist echt, du rettest uns den Arsch. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja, 50. Da will ich hin. 50 Punkte sein. Das nochmal. 40. Ja, ist okay. Mit den Wertungen kann ich leben. Das ist zwar jetzt nicht perfekt, aber ich kann damit leben. Hä? Mit dem Ball holst du 10 Punkte. Voll nicht hochgeworfen. Und trotzdem ist er nach, was weiß ich, ins Nirvana gerade eben gerutscht. Ich kutsche schon wieder. Voll wenig Schwung, aber trotzdem ewig weit nach oben gefallen. Das sind 10 Punkte für dich. Mann, ich krieg die 50 nicht mehr. Für den Versuch bekommst du 10 Punkte. Mann, es sind doch die scheiß 50. Das gibt's doch nicht. Ich hab vorhin noch die ganze Zeit gekriegt. Manchmal kriegt man sie und manchmal kriegt man sie nicht. Punkte. Schon wieder 160. Ich mach immer das Gleiche. Okay, solange die Sabine nicht schon wieder die 100 holt, habe ich gute Chancen, das oder? Das hätte deutlich schlechter oder laufen können. 40 Punkte. Sabine, dein Schuh ist offen. Habe ich dir noch nicht gesagt, ne? Okay, das kannst du weitermachen. Genau, wirf die Bälle, die musst du aufräumen, weißt du? Irgendjemand muss die Bälle ja auch einsammeln. Du schmeißt sie einfach direkt nach hinten, wo keiner sie aufsammeln muss. Die landen dann im Korb und dann muss man keiner aufräumen. Das finde ich super. Genau, so kannst du weitermachen. Oh Gott. Aber ich lege halt auch wirklich schlecht vor. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil ich einfach scheiße gespielt habe, dieser Runde. Das ist eindeutig eines meiner Hassspiele, weil ich es nicht kann. Das sind Gott, sie braucht nur noch 20, dann hat sie nicht. Wenn sie jetzt nicht doof ist und einfach nur dreimal die 10 holt, dann hat sie mich schon. Scheiße. Jetzt will sie mich noch vorführen mit der 50. Nee, doch nicht. So, die letzte kannst du jetzt verkacken. Punkte. Komm, schmeiß sie nach hinten. Hm. 10 Punkte für dich. Scheiße. Leider verloren. Manu, ich kann das nicht. Die Sabine auch nochmal, wie ihrem scheiß Peace-Zeichen, ne? So, Oliver, du kannst nochmal die 300 holen. Finde ich voll in Ordnung. Satte 40 Punkte, ja, für dich. Also, ich würde ja gerne auch auf die 100 gehen, aber ich treffe ja noch nicht mal die 50. Ich würde es ja echt gerne versuchen, aber wenn ich noch nicht mal die 50 treffe, dann wird es mit der 100 erst recht nichts. 10 Punkte. Wobei andererseits, ich meine, dann treffe ich wenigstens trotzdem immer noch die 10 und wenn ich ich komme ja weder auf die 40 Punkten, noch auf die 50, noch auf die 20 oder 30. Ich könnte es halt echt mal mit der 100 probieren, ne? So schlecht wie ich spiele, komm, das machen wir nächste Runde mal, okay? Schlecht. Oliver holt wenigstens ein bisschen Punkte hier rein für uns. 20 Punkte. Ja. Er ist auf jeden Fall besser als ich. Und das will was heißen. Der Ball landet das will was heißen? 30 Punkte sinken. Normalerweise, ja. Normalerweise schon. Weil die KI halt einfach so doof ist. Aber jetzt gerade. Ja, 100 Versuch Oliver! Gerne mit der, wow! Höchstpunktzahl. Geil. Der macht schon wieder 300 oder mehr. Du erkegelst dir ganz locker 40 Punkte. Ist irgendwie gescriptet, dass der immer 300 macht? Nee, 310. Der Versuch bringt dich 20 Punkte weiter. Hab ich jetzt gehört, das Spiel, ne? Ey, das ist. Also, so kann die KI wirklich immer bleiben. So finde ich sie deutlich besser. Jetzt werden die Spiele auch wieder spannender. Mit dem Ball holst du 10 Punkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Parts, mit abgesehen vom gestrigen, die fand ich echt langweilig. Toller die ersten Wurf. Drei Runden 50 da. Verdiente Punkte. Oder die ersten 8 Spiele, wo einfach die KI so richtig dämlich gewesen ist. 40 Punkte. Jetzt muss die KI nur noch bei den Quizspielen einfach mal häufiger drücken und buzzern halt, ne? Und dann die richtige Antwort haben. Dann bin ich ganz dabei. 40 dann Punkte für dich. Die KI meiner Meinung nach richtig guten Job abgeliefert. Sehr guter Wurf. Da füllt sich das Punktekonto. Ja, Michael wird langsam echt gefährlich. Der geht schon wieder auf die 100, da. Alter, das war knapp. Mit dem Ball holst du 10 Punkte. Ja, es tut mir leid, Oliver, dass du mich im Team hast. In dieser Situation, muss ich sagen, tut es mir echt leid, Oliver. Das sind 40 Punkte. So, jetzt muss er nochmal die 100 machen, ansonsten klappt's nicht. Ja, das geht nicht. Du musst 100 machen. Jetzt kommst du doch gar nicht dahin. 20 Punkte, nicht schlecht für den Anfang. Oliver, 9 super gemacht. Kugeln, 0 Punkte,
Hast du vielleicht wieder Nase gekriegt? So, jetzt nochmal eine Chance für mich, endlich mal es zu schaffen. Soll ich auf die 100 gehen? Oh, es wäre so schön. Du bekommst immerhin 10 Punkte. Mann, ich krieg das nicht hin. 10 Punkte. Ich nehme doch lieber die Mitte wieder. Und es bringt aber halt auch nichts, weil ich so schlecht bin. Das sind immerhin 10 Punkte. Ja, 50! Du darfst immerhin stolz auf die 50 Punkte sein. Ja, 50, immerhin! Dafür und das nochmal, komm! 50 Punkte. Nein, 50 wollte ich! Du erhältst 10 Punkte. Ah, Mist! Du erhältst 10 Punkte. 40! Immerhin, ich habe 190, neuer Rekord für mich. 10 Punkte sind eine Menge. Oh, schade. Aber immerhin 200. Punkte. Damit kann ich leben. Also, ich glaube, Sabine war auch nicht so gut. Komm, Sabine, jetzt verkacke. Ja, 10. So kannst du weitermachen. Mach das einfach nur 8 Mal. Getroffen, 10 Punkte. Das ist immer so ein bisschen fies, dass ich gegen Sabine gehe, weil meine Mutter hieß Punkte, Sabine. Das ist mehr als das ordentlich. Fühlt sich immer so an, als ob ich meine Mutter bashen würde. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Das aber auch wenn ich gegen meine Mutter spielen würde, würde ich jetzt hier volle Punkte. Kanne durchdrehen und würde sagen, nix da gibt's, ich gewinne. So wurde ich erzogen. Du bekommst immerhin 10 den Punkte. Sieg hole ich mir immer, egal was kommt. Okay. Für den ja, Sabine, jetzt muss ich Punkte. Sagen, finde ich das in Ordnung, so deine Punktezahl. Bleib dabei. Okay, ja, gut. Noch zweimal verkacken. 10 Punkte für dich. Nee, dreimal verkacken. Du ah, Sabine, Punkte. Wird mir langsam gefährlich. Sabine, nein, tu es nicht. Nein, wir Sabine. Geben dir 20 auf 50 Punkte für hat sie mich. Sabine? Du hast 40 Punkte. Super. Endlich habe ich meinen Punkt gemacht. Die Runde hast du gewonnen. Klasse. Wir haben jetzt 3 Punkte. Oh. Oliver, du bist dran. Also ich kann nichts machen, ne? 40 Punkte. Aber Oliver, der macht das. Der ist nicht gut in dem Spiel. Das endlich Spiele, wo Oliver gut ist. Wo er endlich mal zeigen kann, was er drauf hat. Der Versuch bringt dich 20 Punkte weiter. Von der Versuch? Was heißt denn Versuch? Vielleicht wollte er ja die 20. Wer sagt denn, dass er nicht... Kleinvieh macht auch Mist. Du bekommst immerhin 10 Punkte. Oliver, ich bin mehr von dir gewohnt. Komm, gib Gas. Respekt. Ja, ist okay, ist okay. Punkte sind eine ganze Menge. Solange er ungefähr meine Leistung abliefert, bin ich zufrieden, weil mehr kann ich von ihm nicht erwarten, wenn ich ja selber scheiße bin. Sehr gut. Über 40 Punkte. Oliver, ich bin mit deiner Leistung wirklich zufrieden. Aber die 100 wäre schon nochmal schön. Du holst dir 30 Punkte. Okay. Er traut sich nicht mehr an die 100. Kann ich verstehen, ich fand's auch mega schwer. Der Ball landet sicher im 30-Punkte-Segment. Im 30-Punkte-Segment? Ich weiß nicht, ob das im Realen irgendwie leichter wäre. Der Versuch weil du bringt dich besser 20 Punkte weiter. Also dieses Wackeln und dann Treffen ist halt deutlich schwieriger, als irgendwie den Arm so richtig das anzuwinkeln. Das hätte deutlich so, schlechter halt laufen können. 270 kann man lassen. Das muss der Michael erstmal hinkriegen. Oh. Michael. Er ist dann aufgegeben. Wie es am Anfang immer alle wieder versuchen, ne? Die 100 erst beim Anfang und dann merkt man schon, das ist scheiße, ich gehe wieder zur Mitte. Oh Gott. Aber je mehr man von diesem Schlag, den es da spielt, umso mehr möchte man auch mal die richtigen Spiele spielen. Also wirklich richtig in der Show auftreten. Ich muss jetzt nicht unbedingt gerade in der Show im Fernsehen auftreten, aber halt die Spiele so echt machen. Das wäre schon irgendwie lustig. Aber kann es ja nicht, ne? Die meisten Spiele sind ja so extravagant aufgezogen, dass es halt Punkte. Echt schwierig wird. Da geht noch mehr. Die zu machen. Also nachzumachen. Punkte sind echt nicht schlecht. So, noch 3 Chancen. Er geht auf die 100. Und er kriegt sie! Höchstpunktzahl. Glückwunsch! Michael, mach jetzt keinen Scheiß. Das Michael! Sind 30 Punkte. Noch 20 muss er machen. Der Ball nicht dein Ernst, keiner kriegt Punkte. 20 Punkte. Und nochmal. Jetzt liegt's an mir. Oh nein, aber ich doch nicht. Ich kann das doch nicht. Och Mann, Michael, du bist doch scheiße. Ich kann das nicht, ich sag's doch.
nett. Das sind immerhin 10 Punkte. Okay, ja, ich versuche mein Bestes. Versuch mit 40 kurz Punkten. Kurz konzentrieren. Ja, 50, gemacht. Komm. Dafür bekommst du 50 Punkte. Mann. 10 Punkte, da geht noch mehr. Mann, ach Mann, ich reg mich 10 auf. 10 Punkte. Ich rege mich auf. 10 Punkte, gut. Ja, immerhin. Das sind 40 komm. Punkte. Ja. Du bekommst 40 Punkte, super. Ja, komm, 260, das ist eine Punkte. Super Leistung. Das kriegt Sabine nicht hin. Sabine, geh kacken, komm, das schaffst du nicht. Oh, guck mal, wir spielen ein Spiel schon wieder 15 das Minuten lang. Das sind 40 ne? Punkte. Das könnte noch schlimmer werden. Wenn die jetzt nämlich noch den Punkt machen, müssen wir nochmal. So macht das Spiel Spaß. 50 Punkte. Nein, so macht das Spiel nicht Spaß. Sabine, verkacke. Sabine. 30 Punkte für dich. Ich muss immer so sagen, ne? Wenn jetzt hier eine echte Sabine sitzen würde, die würde sich totlachen. Der Ball landet sicher im 30-Punkte-Segment. Die wird mir echt gefährlich. Die hat noch 5. Der Ball Alter. Landet sicher im 30. Ich fand 260 nicht schlecht, ne? Sabine, schmäler nicht meinen Erfolg. Ich habe mich gerade gut gefühlt. 40 Punkte. Das Scheiße. Ist mehr als ordentlich. Die geht auf die 100. Okay. Das einfachste Ziel getroffen. Noch 2 mal 10, dann habe ich die Punkte. Wir Sabine, den Wurf mach die 10, 10 bitte. Punkten. Mach die 10. Oh, Nervenkitzel pur. Oh Gott, war das jetzt gerade schwierig. Das war schlimm mit anzusehen. Ich hab einen Herzaussetzer gehabt. Glückwunsch. Aber jetzt müsste Matchball endlich sein. Das war spannend. Schauen wir auf die Punktevergabe. Nie wieder Skiball. Meh. War das eine schwierige Geburt. Aber Oliver, Respekt auch an dich. Das hast du super gemacht. Erinnert mich daran, könnt ihr ja gar nicht, weil der ist ja gar nicht live. Ich muss auf jeden Fall gucken, welche Version das jetzt ist. Welche Spielversion? Falls es jemand noch nicht. Matchball! Komm, das kriegen wir hin, Oliver. Es ist. Jetzt geht's los. Spiel. Entweder oder. Ein Ratespiel. Wir spielen jetzt entweder oder. Ich zeige euch ein Bild und dazu zwei Antwortmöglichkeiten. Ihr entscheidet euch beide für eine der beiden Optionen. Wer richtig liegt, bekommt einen Punkt. Wir spielen 13 Runden und schauen dann, wer hier die Nase vorn hat. Oliver, das kriegen wir hin. Komm, du drückst auch einfach mal und hier machst gute kommt Punkte. Die erste Frage. Wobei, wir wieder abwechseln wahrscheinlich, oder? Sauerampfer oder Salbei? Das müsste Salbei sein. Ich bin dran. Gleich wird nur einer jubeln können. Ja. Schade, das war nicht korrekt. Tja. Also hier auch wieder abwechseln. Jetzt kommt Oliver hier dran, da habe ich keinen Einfluss drauf. Frage. Ihr seht das ja immer, wer die Hand nach vorne macht. Oder Kresse. Kresse. Das ist Kresse. Das ist gerade Petersilie. Oliver, wenn du das jetzt falsch machst. Abgesprochen. Zufall. Auf jeden Fall denkt ihr das Gleiche. Einer so genauso doof wie der weiter andere. Geht's. Uruguay oder Argentinien? Das ist Uruguay? Spannend. Unterschiedliche Antworten. Ja. Schade, ich dachte doch, argentinische Flagge, die müsste ein bisschen anders aussehen, ne? Hat die nicht auch blau und weiß, machen aber sieht weiter. Auf jeden Fall anders aus. Ukraine oder Spanien? Das ist Ukraine. Spanien hat doch irgendwas mit Rot, oder? Da gibt es keinen Konsens. Oliver. Dann schauen wir doch mal, wer recht hat. Oliver! Das bringt ich hab gesagt, du sollst dich endlich mal anstrengen. Du hast ja gerade so eine tolle Wo Leistung abgeliefert. Herkam, soll ich deine Mutter anrufen? Hier kommt eine. Roggen oder Raps? Das ist Raps? Ich bin unsicher. Nein, da seid ihr euch nicht einig. Nee. Scheiße, okay, das ich habe einen Fehler gemacht. Das ist leider kein Punkt für dich. Achtung, hier kommt die nächste Frage. Spanien oder Frankreich? Oliver, ich habe keine Ahnung. Also Oliver, das liegt an dir. Mach jetzt bitte mal was richtig. Wenn so eingeloggt wird, können nie beide recht haben. Ja, Oliver, super. Mit den Franzosen kennt er sich ja aus. Baguette und Gorgonzola und okay, Gorgonzola italienisch, ne? Kartoffel oder Ingwer? Das ist eindeutig Ingwer. Das ist doch keine Kartoffel.
Ja gut, ich sag mal so, eine sehr, Ihr sehr habt euch speziell nicht für das angepflanzte Gleiche Kartoffel vielleicht entschieden. oder speziell gewachsene Kartoffel. Diesen Punkt nimmt dir Yeah. keiner mehr. Hier kommt die nächste Der Frage. tappt einfach die ganze Zeit. DVI oder HDMI? Das ist HDMI. Das steht sogar drauf! Das steht sogar auf dem Stecker Buchstabenreihe ist da auf drauf! jeden Fall Ist eine. das. Und die machen trotzdem DVI! Was ist los? Weiter im Es Reiter, stand auf dem nächste Frage. Scheißkabel drauf! Diarrhö oder Diarrhö? Oh. Oh, Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Uneinigkeit. Dann wollen wir doch mal auflösen. Den Es hat Punkt natürlich kann dir logischer keiner mehr geklungen, nehmen. Diarrhö mit so, ne? Jetzt richtig antworten Alter, er und steht du sogar hast schon das auf dem Spiel. Kabel drauf, ihr seid Trottel. Lauch oder Das Spargel? ist Spargel, du Lauch. Wenn du das jetzt machst, wenn du das jetzt als Lauch interpretierst, bist du wirklich Da ein gibt Lauch. es keinen Michael ist ein Konsens, dann Lauch. schauen wir doch mal, wer recht hat. Nein, das war nicht korrekt. Oh, wenn Kinder nicht mit Du Gemüsesorten hast am aufwachsen, dann meisten kriegen wir gewusst Fisch und in gewinnst Stäbchen damit vor. auch das Wir haben Spiel. gewonnen! Glückwunsch! Boah, das kann man nur glauben, wenn man das erlebt hat. Hier jetzt die Punkte. Yay, Leute! Wir haben gewonnen! Super! Da geht nichts mehr. Fast alle Spiele gewonnen. Eindeutig, Team Rot ist der Sieger. Und damit, ja, wir applaudieren jetzt einfach mal so in Gewonnen? Absentia für das Echt? Publikum. Eine Runde für alle. Ich bin völlig fertig. Wow, war das eine tolle Show. Ja, du kriegst nichts ab, Oliver. Du warst zu schlecht. Ein bisschen was. 50 € kriegt er, okay? Ich habe zwar hier verloren, Meine aber ich Gegner kämpfe waren weiter. heute Abend einfach zu gut. Respekt. Ja, du bist ja auch ein Lauch. Das haben wir gerade festgestellt, Michael. Okay, ja, Fazit von der Teamrunde. Die KI ist deutlich besser geworden. Ich gucke gleich nochmal nach, welche Version das ist. Ob es jetzt Version. Es ist immer noch Version 4.0. Ich kann es euch kurz zeigen. Ich mache mal Facecam weg. Unter mir, meiner Facecam steht Version 4.0. Also es hat sich nichts an der Version an sich geändert. Ich weiß nicht, warum die KI auf einmal intelligenter geworden ist. Ich muss aber auch sagen, dass die Spiele, wo wir abwechselnd wählen dürfen, und wo quasi beide Punkte machen können, wie zum Beispiel jetzt eben das mit dem Quiz gerade eben. Da finde ich das super gelöst, weil die KI ja dann auch wirklich mal was zeigen kann. Jedes Mal, wenn es ums Buzzern geht, also wer am schnellsten buzzert, da habe ich immer die Nase vorn, weil die KI nie buzzert. Nie. Also es ist wirklich so, dass das immer abgewartet wird, bis die Zeit abgelaufen ist. Und wenn ich nicht gebuzzert habe, gibt es halt keine Punkte. Und das fand ich immer so schade. Die KI buzzert nie. Ganz, ganz, ganz selten mal. Irgendwie in 2% der Fälle. Und das finde ich echt schade, dass die KI von meiner Seite her ein bisschen schwieriger gewesen ist. Also, dass der Oliver nicht so ganz gut gewesen ist, das habe ich ja eigentlich gehofft, damit es mir ein bisschen schwieriger ist. Und das war es ja stellenweise auch. Stellenweise hat er mir sogar den Hintern gerettet, hätte ich nicht gedacht. Aber bitte bei Version 5.0 kommen die KI-Intelligenz, könnt ihr ruhig ein bisschen hochschrauben. Fände ich jetzt auf jeden Fall eine super, super Sache. Genau. Ja, das war's jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid dann bei dem nächsten Video, egal ob es Schlag den Star oder was anderes ist, wieder dabei. Danke für Bewertung und Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.